Also gut, dann gehen wir mal zum nächsten Laden. Der nächste Laden ist deine Mutter. Dreck. Jetzt war hier, ne? Das war jetzt der Grill, richtig? Schnell, du solltest trainieren. Und du, hör auf, hier auf den Kirchen rumzuknabbern. Das ist aber so ein Stress hier. Willkommen! Hallo, wir haben deine Handelslizenzen dabei. Du übergibst den Mitarbeitern des Ladens eine Handelslizenz. Oh, vielen Dank. Das sieht aber gut hier. Ja, ja nicht? Egal wie erschöpft man auch ist, mit Hilfe unseres Grillfleischs schöpft man nur wieder neue Kraft. Im Übrigen haben wir Bento auch zum Mitnehmen an. Bieten wir Bento auch, also Beton, auch zum Mitnehmen an. Ich freue mich schon auf deinen Besuch. Klar! Er versucht echt uns was anzudrehen, während er seine Lizenzen bekommt. Das ist ja wohl die Höhe. Ich bekomme ganz schön Hunger. Also ich denke, ich muss in den nächsten Tagen unbedingt das Menü hier mal ausprobieren. Ach. Und Naruto ist. Und Naruto hat bereits angebissen. Grillinfo, Grillbeton. Im Grill gekaufte Betons kannst du benutzen, nachdem du im Startmenü die Option Items ausgewählt hast. Benutze ein Beton, um deine Werte für den nächsten Kampf aufzubessern. Betonwarnung. Der Effekt eines Betons. Ah ja, haben wir schon. Also gut, dann gehen wir mal zum nächsten Laden. Der nächste Laden ist. Ich hab keine Ahnung, wirklich nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hagakure Itemladen, Bandai Warenhaus, Nenden Kartenladen, Blumenladen, Kloßküche, Nudelhaus, Grill. Wir gehen mal nach Amagurumiyamara. Boing, boing. Den überholen wir. Oh, Photoshop. Foto. Win. Foto Finish, jetzt hab ich's. Speaking. Guten Tag. Wir führen viele leckere Produkte. Nein, die waren es nicht. Vielen, vielen Dank. Arigatou gozaimasu. Boi. 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 Frau. Dicke Frau. Überaus fette Frau. Wir gehen mal hier rein. Ihr müsst jetzt gerade jeden Laden abklappern. Das ist so sorry. Du. Los. Laber dich. Sasakura. Ich glaube, ich weiß, welcher Laden. Ich glaube, ich weiß, welcher Laden. Bitum. 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 Hier müssen wir rein. Habe ich das richtig? Bis wenn das Licht angeht. Hallo, wir verkaufen wunderbare Kissen. Nein, das war's nicht. Ah, da. Den Laden haben wir nicht gesucht. Ey, Digga! Hey, komm mit! Wir haben hier deine Handelslizenzen. Du übergibst den Mitarbeiter des Ladens eine Handelslizenz. Ja, bringen Sie mir vorbei. Das ist eine große Hilfe. Was wird hier eigentlich verkauft? Es gefällt mir das, wie ihr Ninjas euch bewegt. Bewegt? Ja, es ist schwer in Worten zu fassen, aber es ist so dynamisch und kraftvoll. Ich bringe das in Bildform und diese Bilder verkaufe ich dann. Aha, das ist irgendwie cool. Ja, das ist es echt. Wenn du so ein dynamisches Bild willst, komm einfach in meinen Laden. Wahnsinn. Plötzlich will ich unbedingt eins haben. Oh Mann. Er lässt sich so unheimlich leiten, dass was begeistern. Warenhaus-Info. Sammel-Items. Im Bandai Warenhaus gekaufte Sammel-Items kannst du dir ansehen, nachdem du im Startmenü die Option Sammlung gewählt hast. Puh, jetzt will... Nein, Chico, lass immer ruhig Sakura sprechen. Jetzt fahren wir in einem Leben.
Genau, dann gehen wir mal wieder zurück und melden uns bei Shizune. Andere Läden. Neben den von dir im Laufe dieses Ereignisses besuchten Läden gibt es im Spiel noch alle möglichen anderen Geschäfte. Durchwandere also das Dorf und sieh sie dir an. Haben wir schon. Aber jetzt will ich mal kurz gucken. Sammlung, haben wir nicht gemacht, Sister? Oder? Habe ich Sammlung gemacht? Nein. Sammlung-Info, Sammel-Items. In der Sammlung kannst du dir Sammel-Items ansehen, die du im Randai-Warenhaus gekauft hast. Und Items, die du schon noch nicht hast, kannst du auch nicht ansehen. Du hast alle Bosskampf-Szenen. Du hast alle Musikstücke. Was war das denn jetzt? Achso, jetzt kann ich zeigen lassen, gegen wen er das macht hier. Pass mal auf. Konoha zerstört. Ja? Was ist, Kater? Was du wollen von mir? Ich nix verstehe. So, gucken wir uns das mal an. Nice! Das war's! Okay! Machen wir mal das hier? Gegen Sasuke! Teil des Endes! Voll cool. Sasuke. Ah ne, schon. Sasuke. Aber was willst du machen? Kurze Drecksau. Kann natürlich nicht in so einem blöden Darm bleiben. Schön. Gut, dass wir es geklärt haben. Bosskampf-Szenen haben wir noch hier. Bosskampf! Diese Sterne in der Sammlung sind Bosskampf-Szenen mit einem Stern über ihrem Bild gekennzeichnet, wenn ein Geheimfaktor im Spiel ist. Geheimfaktor offenbart. Hast du dir den Geheimfaktor einer Szene bereits verdient, ist das Sternzeichen erleuchtet. Unter Hauptkampf erneut versuchen im Hokage-Raum kannst du jederzeit versuchen, einen Geheimfaktor zu bekommen. Probiere alle freizuschalten. Bosskampfkamera. In Bosskampfszenen, die du gesammelt hast, kannst du die Kamera mit kontrollieren. Dieses Bonus-Feature steht nur zur Verfügung, wenn du eine Szene in der Sammlung abspielst. Genieße die Szene aus einer ganz anderen Perspektive. Dann. Alter, lass mich in Ruhe jetzt. Das weiß ich natürlich nicht. Ah, hier könnte ich noch rein. Hab ich. Oh, mir fehlt nur noch das Ende der beiden Shias. Die beiden Shia. Das fehlt mir noch, dann habe ich alle. Cool. Musik! Aua, jetzt freigeschaltet. Coole Sache. Gut, Schacher professionell einsetzen, niemals! Professionell? Weiß eigentlich, mit wem ihr hier redet? Also, ich bitte dir. Gegenschaden, ja, komm, ist das in Ordnung? Ich wollte mal was gucken. Und zwar wollte ich nochmal hier rein. Offenbar hat der Yamanaka Blumenladen noch nicht geöffnet. Da muss man wohl später nochmal wiederkommen. Deswegen ist die Tür auch sperrweit offen. Weil er sie nicht geöffnet hat. Nein. Wie kommt der alte Sack da hoch? Ich will auch da hoch. Genau. Ich fand die anderen Teile schöner, wo du wirklich über die Häuser da jumpen konntest. Das kam irgendwie cooler.
Was das Mädchen da oben auf dem Balkon macht, das weiß ich nicht so ganz. Jedenfalls tut sie alles Mögliche, nur nicht dieses Vieh streicheln. Du bist gerade so gekommen, mein Sohn, blablabla, ich bin so eine Puppe, ich habe eine Tage. Warum liegt eine Katze? Ja, voll lustig, wenn sie runterrutschen würde oder auf den Boden klären würde. Na? Hallo, Susanne! Ach, da sind wir, Elva. Da seid ihr ja wieder. Wie lief die Mission? War doch keine große Sache. Gut, das freut mich, Naruto. Und gute Arbeit, Sakura. Wo willst du jetzt hin? Tsunade hat mich gebeten, einen Brückengang für sie zu erledigen. Ich werde eine ganze Weile unterwegs sein. Das scheint dann ja ganz schön schwierig zu sein. Ja, aber wie dem auch sei, eure Mission ist abgeschlossen. Das war eine gute Arbeit für euch beide. Also dann, ich habe nicht viel Zeit, deshalb mache ich mich besser auf den Weg. Der Rest liegt bei dir, Sakura. Alles klar! Ahu! Benny, du hast 2000 Rio erhalten! Tja, da wo die diese Mission beenden. Alles klar, dann mache ich mich gleich zur nächsten Mission weiter. Zurück zur Tsunade, auf geht's! Ich habe immer noch ein bisschen Schnupfen, aber wenigstens kann ich wieder ein bisschen besser labern. SCH-Lampe, ich bin da! Großvater Tsunade, ich habe die erste Mission abgeschlossen. Hm, sehr schön. Als nächstes kommt dann... Ratschläge! Eine verzweifelte Junge, man kann seine große Liebe nicht treffen. Er war in Yamanaka Blumenladen auf dich. Dann müsst ihr die anscheinend machen. Sobald ich diese Mission geschafft habe, war's das. Gib dir Mühe, die restliche Mission genauso gut zu erledigen wie diese hier. In Ordnung. Also dann erstmal. Lass es zu der Person gehen, die diese Mission in Auftrag gegeben hat. Ich will noch ein paar Details wissen. In Ordnung. Total bescheuert. Jetzt kümmern wir uns um eine Liebesangelegenheit eines komischen Typen, der nichts drauf hat, dass er Zahn lag. Und ich meine, so eine Ninja-Mission kostet ja. Er muss ja dafür bezahlen, dass sich dieses Problem angenommen wird. Eine echt einfache Mission, als ob du dich mit Weibern auskennen würdest, das irgendwann am Naruto. Ah, wenn man so rumläuft, ist kein Wunder. Ey, Digga. Hast du diese Mission in Auftrag gegeben? Oh ja, ich habe auf euch gewartet. Was machst du denn hier? Was? Ich? Du bist doch gerade erst ins Dorf zurückgekommen. Hast du etwa schon wieder etwas angestellt? Nein. Ich habe noch nichts angestellt. Ich meine, ich habe auch nicht behauptet, nicht vor, irgendwas anzustellen. Lindner, ich habe dich in der Nähe des Konoha-Schnellweges gesehen. Und du hattest einen echt wütenden Blick. In deinen Augen lag so viel Mordlust, dass ich mich entschieden habe, meine Freundin in Sunagakure lieber nicht zu besuchen. Hä? Das sind nur deine Nerven, ich habe damit nichts zu tun. Was? Sachte. Also hat er sonst etwas Böses angestellt? Du weißt schon, eine Gewalttat oder sowas? Keine Gewalttat, aber er hatte diese riesige Aura. Es war echt fürchterfürchtend. Sakura, zweifelst du jetzt auch schon an mir? Nein, du hattest niemals eine riesige mörderische Aura in deinem Blick. Für gewöhnlich starrst du einfach nur wie ein Idiot vor dich hin. Das war nur ein Scherz. Wir waren doch zusammen, seit du ins Dorf zurückgekehrt bist, oder? Daher weiß ich, dass du keine Zeit hattest, etwas anzustellen. Oh. Naja, egal. Lass uns einfach hingehen und nachsehen. Wenn wir die Sache nicht überprüfen, können wir auch nichts dazu sagen. Ja, ich weiß nicht, was da los ist, aber tut euer Bestes. Ich will mich einfach nur so bald es geht mit meiner Freundin treffen. Also gut, immer schön rein nach. Wir gehen jetzt erstmal zum Konoha Schnellweg. Und er befindet sich, was sollte ich nochmal tun und wie sollte ich es anstellen? Konoha Schnellweg, ich habe keine Ahnung, wo Konoha Schnellweg sein soll.
aber der Fall wird es mir schon sagen. Schwing dein Ding! Nein, ihr hättet ihn besiegt! So ein Drecksgör hier. Slalom laufen hier, oder was? Und dafür werde ich nicht bezahlt! Oh, er hat voll mein Eier im Mund gehabt, ey. Das steht trotzdem noch. Respekt, bei dieser gewaltigen Menge fallen die meisten eigentlich. Fragezeichen? Hä? Hä? Naruto? Nein. Etwas ist anders. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Was geht hier vor? Wer ist das überhaupt? Er ist genau wie der Mann es gesagt. Er sagte, ich spüre hier eine merkwürdige Gefahr. Pum pum pum, pum pum pum, pum pum pum, pummel die pum pum pum. Dieser Typ, er ist auf einen Kampf aus. Du hörst mal wieder.